Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ah, die... Ah, die Allergie ist erstmal beschwichtigt. Erstmal. Mal gucken, wie lange das anhält. Aber hoffentlich lange genug, solange ich aufnehme. I seem to recall you telling us the mighty Morn-Star was no more, and yet somehow the boy managed to acquire it. Things don't seem to be going according to plan, do they, Shadar? What you say is true. I went to great lengths to destroy the wand, that the boy might never wield its power. But I could not have known he would travel through time to obtain it. That reminds me, Lord Garrus. You have used that spell, the one that binds past, present, and future. Surely not. Surely you did not meet with this savior in the past. The very thought. What would I stand to gain from such a meeting? Perhaps the good lady forgets that it is Shadar who has been charged with the boy's disposal. Your Excellencies. There is no cause for alarm. Everything is in hand, I assure you. I am the executor charged with bringing destruction to this world, and I fully intend to fulfill my duties. In any event, the wand he holds is incomplete. Without the power of the three stones, Morn-Star is weak. Set against the might of our own wands, it is a mere toy. It seems you are quite the expert. They are lost, are they not? The stones from which Morn-Star's magic powers sprang. Correct. The magic stones are lost, but the boy is searching for them now. Of that I have no doubt. And how are we to stop him finding them? When the Wizard King concealed them long ago, he entrusted their care to three fearsome guardians. I propose that we awaken the Keepers of the Stones from their slumber. Does this plan please you, Your Radiance? It does. Listen to me well, Shadar. The Keepers of the Stones shall henceforth answer to you. I am... honored. Use your new powers wisely. The Wizard King's most faithful servants are now... Okay. Auf geht's, Olli. Wir müssen Teng Seemann finden. Kennst du irgendjemanden, der dich an großen fliegenden Drachen erinnert? Nein? Du meinst, jemanden Drachenartigen? Komm schon, Mann. Du kannst doch jeden in der Stadt... Du kennst doch jeden in der Stadt, oder? Wenn dir keiner einfällt, kannst du doch rumfragen. Wirtle? Was stehst denn du hier einfach so rum? Oh, hallo Oliver. Hallo Wirtle, lange nicht gesehen. Wie ist es denn so, für Frau Leila zu arbeiten? Ich liebe es und ich werde immer besser. Ich kenne Namen und Preise von allen Artikeln im Laden. Und schon wieder die... Sehr beeindruckend, junge Dame. Oh, übrigens, ich bin Sven. Ich rede nicht gerne darüber, aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese armen Kinder hier zu beschützen. Man könnte mich ihren Hüter nennen. Du weißt, dass sie dich nicht hören kann, oder? So. Wie bitte? Hihi, Leute aus dieser Welt können uns weder hören noch sehen, du Dummerchen.
Dieses Mädchen ist meine Seelenverwandte. Siehst du das nicht? Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ja, Mann. Die sehen sich total ähnlich, oder? Die benehmen sich aber nicht gleich. Zum Glück. Hey, was soll das denn heißen? Oliver, kannst du die Stimmen... Kannst du Stimmen hören? Nein. Nein, ich kann nichts hören. Seltsam. Hey, willst du wissen, wie die mich in der Stadt mittlerweile nennen? Die Leute nennen mich jetzt Milchmädchen. Es ist ein bisschen peinlich, aber irgendwie mag ich's auch. Super, das ist echt toll möglich. Ich kann nicht glauben, wie sich für dich alles zum Besseren gewendet hat. Du meinst, dass die mich nicht mehr neugierige Ziege nennen? Ja, ich denke, es hat sich einiges gebessert. Wuff, wuff, wuff. Ach, da kommt ein Hund. Oh, da ist ein bösartiger Hund. Seltsam, irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich ihn von irgendwoher kennen. Aber ist der nicht süß? Nein. Trüpft jetzt Gesicht gerade. Hey, Kahn. Bist du wieder ausgebüxt, Schatzi? Hey, der Hund, das ist... Richtig, das ist Dannys Hund. Du weißt schon, Danny, mein Nachbar. Die gehen immer gemeinsam Gassi. Naja, ich denke kaum, dass man das als Gassi gehen bezeichnen kann. Sobald die Schule aus ist, rennen die beiden überall in der Stadt rum. Aber ich habe Danny in letzter Zeit nicht gesehen. Obwohl du nebenan wohnst, das ist seltsam. Ja, oder? Ich weiß immer, wenn er das Haus verlässt. Ich höre ihn lachen und rufen, zumindest bis vor kurzem. Du meinst also, dass er nicht mehr rausgegangen ist? Ja, vielleicht. Vielleicht ist er so, wie ich es war. Mist, du meinst also, dass wir die neugierige Ziege geheilt haben, uns aber dafür jetzt um Stubenhocker Nummer 2 kümmern müssen? Na toll. Stubenhocker? Tröpfchen. Was denn, Mann? Ich dachte, dass sie mich nicht hören kann. Grrr. Weswegen bist du denn so aufgedreht? Ich denke, er will uns etwas fragen. Etwas sagen. Hä? Kahn? Was kann der schon was wollen, uns von uns wollen? Sieht aus, als hätten wir einen neuen Fall für den heldenhaften Zauberer, der mit Tieren reden kann. Mach dich nicht über ihn lustig, Oliver. Ich weiß, dass wir nach Tengris Seelenverwandten suchen, aber... Bitte, können wir mit Kahn sprechen? Klar. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Nur einen Moment, Mürtle. Ich muss Kahn fragen, was los ist. Klar. Wie genau? Oh, ich meine, ich muss gucken, ob er uns irgendwelche Hinweise geben kann. Weil du weißt ja, er ist Dannys Haustier und so. Halt die Klappe, Mann. Du machst es nur noch schlimmer. Du bist manchmal schon sehr seltsam, Oliver. Aber egal, ich muss den Laden öffnen. Wir sehen uns. So, Naturnähe. Naturnähe, wo bist du? Was zur Hölle? Warum bist du auf einmal da oben? Grr, warum hörst du mir nicht zu? Wie oft muss ich das noch sagen? Mein Herrchen hat Schwierigkeiten. Mist, das klingt ernst. Grr? Oh, jetzt hörst du endlich zu. Und du kannst uns sehen? Klar kann ich. Ihr seid ja auch schwer zu übersehen. Warum hört ihr denn auf einmal zu? Klar, es kann uns sehen, weil Tiere empfänglicher sind. Und so. Oh, und wir haben schon zugehört, Hundi. Wir konnten nur nichts verstehen, bis Olli den Zauber gewirkt hat. Grrr. Na, du hast so wütend ausgesehen, wie wir mussten einen Weg finden, mit dir zu reden. Du hast uns doch was mitzuteilen, oder, Kahn Schnucki?
Schnucki? Oh, Entschuldigung. Ich meinte Herr Kahn. Doofe Menschen. Wie auch immer, ich erzähle es dann halt nochmal. Mein Herrchen Danny ist der beste Sportler, der in dieser Stadt je hatte. Und ich bin sein bester Freund, der König der Hunde. König der Hunde, hahaha. Nennt mich Kahn. Ich könnte schwören, dass ich jemanden kenne, der genau wie du redet. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Tatsächlich sieht Kahn nicht ein bisschen aus wie jemand, den wir kennen? Herr Kahn Oliver? Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass... Hallo! Ich kenne diese Fratze. Wer zum Geier soll das denn jetzt wieder sein? Kublai! Wie konnten wir das nur übersehen? Schaut euch doch bloß seinen Gesichtsausdruck an! Ha! Könnte fast der Kopf von Piraten-Tiny auf einem anderen Körper sein, wenn man ganz genau hinschaut, Olli, du Adlerauge. Er redet auch genauso. Irgendwie raubbeinig. Ganz schön lustig, oder? In unserer Welt hält Kublai sich Drachen, aber hier ist dann das Haustier. Hey, meinst du das? Was, man spuckt schon aus. Tengis Seelenverwandter, könnte das Danny sein? Wie kommst du darauf? Sieht er wie ein Drache aus oder so? Oh, ich verstehe. Kublai und Tengis stehen sich recht nah, oder? Also ergibt Sinn, dass Kahn eng mit Tengris Seelenverwandten befreundet ist. Genau. Aber das heißt auch, dass Kublais Haustier in dieser Welt sein Herrchen wäre. Vertauschte Rollen, was ein Klassiker. Lasst das Gekläff und hört mir zu. Oh, tut mir leid, Herr Kahn. Hört ihr jetzt zu? Gut, bis vor kurzem haben mein Herrchen und ich ständig miteinander trainiert. Ja, das habt ihr. Ich habe euch immer gesehen, wie ihr durch die Stadt gerannt seid. Ja, natürlich hast du das. Wir haben daran gearbeitet, unser Traum wahrzumachen, den Traum meines Herrchens, an den Landesmeisterschaften teilzunehmen. Du hast ihm beim Training geholfen? Grr, das habe ich doch gerade gesagt. Jedenfalls hat er es nicht ins Läuferteam geschafft. Naja, niemand hat gesagt, das Leben sei einfach. Da hast du recht. Aber er hat nicht aufgegeben. Mein Herrchen doch nicht. Er hat einfach noch härter trainiert als je zuvor. Das ist die richtige Einstellung. Ich hätte auch nichts anderes erwartet von jemandem, der einen guten Freund wie dich hat. Aber dann ist es passiert, grrr. Vielleicht hat er zu hart trainiert. Vielleicht habe ich nicht gut genug auf ihn aufgepasst. Er hat sich verletzt, oder? Hat er deshalb aufgehört rauszugehen und zu trainieren? Ich dachte nicht, dass er was Ernstes wäre. Ich dachte, das wird schon wieder. Und als ich es gemerkt habe, war es zu spät. Das steckt also dahinter. Grr, er hat die Zuversicht verloren. Er war so überzeugt davon, dass er das nächste Mal ins Team geschafft und dann war alles anders. Hey, ich wette, dass er ein gebrochenes Herz hat. Kann sein, Olli. Kann echt sein. Das würde auch erklären, warum Tengri nicht fliegen kann, oder? Da müssen wir ihm helfen. Herr Kahn, können Sie uns zu Ihrem Herrchen bringen? Grrr. Du denkst, du könntest ihm helfen, Trottel? Er war bei den besten Ärzten und die konnten nichts tun. Warum solltest du das können? Das ist nichts, was ein Arzt reparieren kann, Mann. Es ist sein Herz, das ist nämlich gebrochen. Und wir sind nun mal Profis, wenn es um gebrochene Herzen geht. Herr Kahn, Sie müssen uns vertrauen. Ich glaube, dass wir Danny helfen können. Na gut, aber wenn ihr ihm wehtut, werde ich eure Knochen im Garten verbuddeln. Du kennst unser Haus, oder? Ich warte dort auf euch. Naja, immer dasselbe, was? Nun, ich denke, dass er vielleicht nicht schaden könnte, wenn uns Kublai in dieser Welt auch einen Gefallen schuldet. Du bist doch hier, Oliver? Hat Kahn dir irgendeinen Hinweis geliefert? Das hat er wirklich. Schlechte Neuigkeiten, Mittel. Danny ist krank. Oh nein, das ist ja schrecklich. Davon wusste ich ja gar nichts. Warte, hast du wirklich mit Kahn gesprochen? Nein, ich habe es einfach herausgefunden.
Es ist schlimmer als ich, als das. Ich glaube, dass auch sein Herz gebrochen ist. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihn heilen. Entschuldigung, Mödle. Du hast keine Ahnung davon, wovon ich rede, oder? Vielleicht nicht, aber ich glaube an dich. Du hast Magie benutzt, um mich zu heilen, oder? Ja. Hey, Oliver. Kann ich mitkommen? Danny und ich waren gute Freunde. Und als ich das Haus nicht verlassen konnte, habt ihr mir so sehr geholfen. Vielleicht kann ich euch dieses Mal helfen. Warum, Mörtel? Dankeschön. Ist schon okay. Okay, jetzt bin ich ja zu fünft. Sie ist ein Liebesmädchen, oder? Hihi, natürlich ist sie das. Sie ist meine Seelenverwandte. Oh, ich mache hier einen Cut. Und bis zum nächsten Part.